Ja, Pastor, seit heute gibt es eine neue gesetzliche Regelung, was Schenkungen und die Erbschaftssteuer anbelangt. Können Sie mir vielleicht ganz kurz erklären, was sind denn die wichtigsten Neuerungen, die heute in Kraft getreten sind? Ja, die Eckpfeiler sind, dass ab dem heutigen Tage an und für sich die Erbschaftsschenkungssteuer passé ist, also kein Steuertatbestand mehr diesbezüglich vorliegt. Zu beachten ist allerdings, dass bei Liegenschaften, egal ob ich diese erbe oder geschenkt bekomme, nach wie vor eine Steuer anfällt. Zwar nicht mehr die Erbschaftssteuer oder die Schenkungssteuer, aber die Grunderwerbsteuer. Die ist im Regelfall aber deutlich günstiger wie bisher die Erbschafts- und die Schenkungssteuer. Bei Schenkungen von sonstigen Vermögen ist zu beachten, dass es zwar nicht mehr steuerpflichtig ist, aber sehr wohl eine Meldepflicht beim Finanzamt gegeben sein kann. Die Pflicht ergibt sich je nach Verwandtschaftsgrad und je nach Höhe des Empfanges. Zum Beispiel bei nahen Angehörigen, besteht eine Meldepflicht, wenn ich innerhalb eines Jahres von derselben Person mehr als 50.000 Euro wertmäßig geschenkt erhalten habe. Diese Meldepflicht ist unbedingt zu beachten, weil ansonsten drastische Straffolgen drohen. Jetzt gibt diese neue Regelung wurde ja eingeführt, vielfach oder hauptsächlich auch damit gerade bei Übergabe von Betrieben hier eine Erleichterung stattfindet. Das heißt also, dass bei Weitergabe von einem Elternteil auf einen Sohn oder auf einen Nachfolger es hier Erleichterungen gibt. Das trifft aber auch auf die privaten Schenkungen und Erbschaften zu. Das heißt also, es gibt auch Erleichterungen für im privaten Bereich. Ja, bei Betriebsübergaben wurde eine weitere Erleichterung eingeführt, weil der bisherige Steuerfreibetrag, der recht hoch ist, jetzt alleinig auf das Liegenschaftsvermögen entfällt und dadurch indirekt eine weitere Steuererleichterung gegeben ist. Aber natürlich auch bei Privaten ist die Einsparung doch gravierend, insbesondere bei Schenkung von Barvermögen oder Sparguthaben. Bisher war in diesem Bereich doch eine sehr hohe Steuerbelastung gegeben, auch im engeren Verwandtschaftskreis, und die ist jetzt praktisch null, wenn es nicht Liegenschaftsvermögen ist. Das heißt also, wenn man sich das überlegt, am besten beim Notar genau beraten lassen, was ist die beste Lösung, was ist die beste Möglichkeit, damit auch alles optimal abgewickelt werden kann. Kann ich unbedingt empfehlen, weil man muss immer noch auf den Einzelfall abstellen, und nur in einem Einzelgespräch kann auch die beste Lösung vom Notar ausgearbeitet werden, für alle Beteiligten die beste Lösung. Jetzt noch letzte kurze abschließende Frage. Es ist ja jetzt heute erst in Kraft getreten. Das heißt also auch, es gilt erst ab Schenkungen oder Vererbschaften, die ab dem heutigen Tag gemacht werden. Erwarten Sie sich in den nächsten Wochen verstärktes Aufkommen? Das heißt, dass viele Menschen noch gewartet haben auf diesen 1. August hin, um eine Schenkung durchzuführen? Ja, ich bin überzeugt, dass einige Schenkungen jetzt erfolgen werden, nicht zuletzt auch gerade im Bereich Darlehen, die Eltern an Kinder gegeben haben aus steuerlichen Gründen, dass sie darauf verzichten, zum Beispiel das Darlehen zurückzufordern. Und ganz interessant wird es auch, wenn eine neue Regierung kommt, wird zu beachten sein, ob nicht möglicherweise eine Ersatzsteuer für die Erbschaft- und Schenkungssteuer, sprich Vermögensbesteuerung und so weiter, kommen wird. Und sollte das der Fall sein, dann wird sicher noch ein starker Boom kommen.